Wisst ihr, was cool wäre? Wenn man einen deutschen Zweiten Weltkriegspanzer mit knapp 600 Teilen für unter 10 € bekommen würde. Ich weiß, Träume, Träume, Träume. Und dann kommt das Ding hier. Na gut, aber. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar haben wir heute den Sembo Block 101322 Panzerkampfwagen 4 aus der Empire of Steel Reihe. Und ich würde sagen, wir reden da einfach mal drüber. Und warum ich dieses Intro gebracht habe mit unter 10 €. Könnte selbstverständlich sein, aber hey, wir reden drüber. Weil für den Preis gibt es da was Gutes. Da denkt ihr nein. Und ich sag euch jetzt, schaut's euch an. Aber bevor wir zum Set kommen, möchte ich uns einfach mal so auf einen Stand bringen, damit wir wissen, über was wir hier reden. Und zwar ist der Panzerkampfwagen 4 ein mittlerer deutscher Panzer gewesen. Der war vergleichbar mit dem Sherman-Panzer. Der ist ja relativ bekannt. Und es wurden davon 8500 Exemplare von Krupp produziert. Und ich muss sagen, das ist eine wirklich hohe Auflage für die damalige Zeit. Hier als Set haben wir noch den Panzer mit der kleineren Bewaffnung. Da sieht man daran, dass die Kanone so kurz ist. Und zwar wurde der Panzerkampfwagen 4 als erstes als Unterstützungspanzer für die Kavallerie gebaut. Später, als es auch um Panzer gegen Panzerkämpfe ging, wurde der Panzerkampfwagen 4 mit einer größeren Kanone ausgerüstet. Und natürlich gab es dann noch mehrere Versionen mit größeren Bewaffnungen, um eben, wie gesagt, diese Panzer gegen Panzerkämpfe auch überstehen zu können. Aber jetzt haben wir genug über das reale Vorbild geredet und eben darüber, welche Ausführungen wir hier haben. Das ist eben, wie gesagt, diese frühe Form des Panzerkampfwagen 4. Aber jetzt lasst uns mal zur Anleitung kommen. Und die Adler von euch sehen schon in der Anleitung, okay, da wird mit Stickern gearbeitet. Ist auch logisch. Sehen wir ja hier vorne, sind noch Sticker dabei. Und deshalb ist in der Anleitung natürlich auch ein Stickerbogen. Den mache ich jetzt mal raus. Wir reden erstmal nur über die Anleitung und dann über den Stickerbogen. Die Anleitung ist klammergebunden, hat eine schöne Qualität so auf den ersten Blick. Sieht wirklich schön aus, ist vorne aufregend gestaltet, würde ich mal sagen. Es ist ab 6 plus geeignet, das Set. Wir haben, wie gesagt, knapp 600 Teile. Um genau zu sein, haben wir 596 Teile. Und es ist die 101322. Wenn wir die aufmachen, ist es so eine typische Sembo-Anleitung. Eben mit diesem blauen Hintergrund. Wir fangen wieder an mit den Explosionszeichnungen von den Figuren. Haben verschiedene Bauabschnitttüten. Sehen wir eben auch hier. Und dann geht es eben direkt los. Sembo hat ja meistens relativ kleine Abbildungen, beziehungsweise kleine Abbildungen im Vergleich mit Lego-Abbildungen. Sie sind trotzdem groß genug, um gut danach zu bauen. Dann haben wir hier eine Besonderheit immer bei Sembo-Anleitungen. Es wird nichts ausgegraut, es wird immer in Farbe weitergebaut, aber das Neugebaute wird rot umrandet und deshalb ist es immer direkt zu sehen, was als nächstes gebaut wird. Wer jetzt andere Anleitungstypen gewöhnt ist, wird damit erstmal vielleicht ein bisschen verwirrt sein, aber danach lässt sich sehr gut bauen und da kommt man schnell rein. Sonst war die Anleitung absolut fehlerfrei. Jeder Bauschritt hat Spaß gemacht. Ich finde, es ist gut ausgewogen, wie viele Bauschritte pro Bauschritt verbaut werden. Ist einfach top gewesen. Fehlerfrei, wie gesagt. Anleitung top. Wenn wir hier auf die Rückseite von Anleitung gucken, werden hier ein paar Funktionen gezeigt. Darüber reden wir ja aber sowieso noch. Und dann haben wir nochmal zwei andere Sets, auch aus der Empire of Steel Reihe, und zwar die 101361 und die 101401. Aber gut, lasst uns jetzt endlich über das Set reden. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen Mist gemacht bei dem Set. Und zwar ist mir da etwas weggekommen. Mir ist nämlich hier beim Anbauen quasi diese Verkleidung vom Geschützturm weggekommen. Das wollte ich euch bloß mal zeigen. Nicht, dass ihr denkt, hier fehlt was an und für sich. Also es fehlt schon was, aber es hat nicht gefehlt. Die Teile waren dabei. Mir ist jetzt runtergefallen und unter den Schrank geflogen. Habe jetzt die Teile auch in der Farbe nicht da. Hab gedacht, ich zeige es euch lieber so, als dann mit einem andersfarbigen Stein. Und ich werde dieses Teil wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder sehen, bis ich das nächste Mal umziehe. Von daher, es wird jetzt auch so funktionieren, aber nur, dass ihr euch nicht wundert. Aber ich habe ja schon gesagt, wir reden hier auf jeden Fall auch über die Funktion. Die erste Funktion finde ich nicht so wunderbar gelöst, und zwar kann man hier die Klappe vom Funker und vom Fahrer öffnen. Die kann man hier hochklappen. Das ist schon an und für sich ganz schönes Gefummel. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen schöner machen können. Ich belasse es jetzt mal bei dieser Einklappe hier. Und wenn man die hochklappt, fällt einem auf, das sieht irgendwie komisch aus. Das liegt daran, dass diese Klappe oben nochmal mit einem Clear-Teil verkleidet ist. Und da könnte man dann denken, dass das Scheinwerfer sind und keine Klappen. Das hätte man, finde ich, stimmiger lösen können, aber das ist einer von wenigen kleinen Fehlern, die dieses Set hat. Dementsprechend darüber kann man auf jeden Fall hinwegsehen. Dann kann man die Luke auf dem Turm öffnen. Und kann hier eben eine Figur reinsetzen. Das funktioniert wunderbar. Die stellt man dann einfach hier rein und hat eben jemand oben auf den Turm, der da ein bisschen rausschießen kann. Dann die obvious Funktion des Jahrhunderts. Man kann den Geschützturm drehen. Da ist wieder ein kleiner Fehler mit dabei, weil der eckt hier an und ist nicht 360 Grad drehbar. Das hängt damit zusammen, dass er hier anheckt.
So, und damit kann man ihn eben nur wirklich in diesem Radius drehen. Also nochmal von der Draufsicht her, man kann ihn so drehen. Und alles andere funktioniert halt nicht, weil er dort aneckt. Wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Fehler wieder. Ist jetzt für ein Spiel doof, aber spieltauglich ist er sowieso nicht unbedingt. Da reden wir nochmal drüber. Dann haben wir hier noch eine Luke, wo eigentlich der Motorraum drin ist. Die können wir auch öffnen. Jetzt sehen wir natürlich, hier ist kein Motor drin. Laut Anleitung soll man da dann ein Männchen reinsetzen, was dort rausschießt, ist nicht die schlauste Lösung. Wenn man die Luke aber irgendwie einbinden will in einem Diorama, kann man da natürlich einfach einen Mechaniker reinsetzen, der dann eben dort ist. Und dann kann man das so simulieren, als ist der gerade aus dem Motorraum, hat dort irgendwas gebaut und steigt eben wieder aus. Und eine der coolsten Funktionen, finde ich, für die Teileanzahl, ist ein komplett federndes Fahrwerk bei diesem Set. Wenn wir uns das hier anschauen, hier ist wirklich jedes Teil beweglich. Also, wenn es jetzt irgendwo drüber fahren würde, dieses Set, dann geht das Fahrwerk mit. Und das wäre geländetauglich, rein theoretisch. Das ist sehr cool gelöst, das macht auf jeden Fall Spaß und ist auf jeden Fall nennenswert, weil das habe ich auch in so einem Maßstab noch nicht gesehen bei solchen Sets. Dann haben wir aber ein Problem. Das Fahren könnte dadurch richtig cool werden, aber er fährt nicht wirklich, weil die Ketten sitzen viel, viel zu fest, viel zu eng, schleifen hier oben und er lässt sich deshalb überhaupt nicht fahren. Also selbst auf einem Teppich, auf irgendwas Griffigen, er fährt nicht wirklich. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das macht ihn dann wieder ein bisschen spieluntauglich. Das ist sehr, sehr schade. Wenn man noch andere Ketten hat, kann man das sicherlich noch umbauen. Aber das ist sehr schade, wenn man wirklich so ein cooles System hat, das alles dort mitfedert und dann drehen sich die Ketten nicht richtig. Wenn wir übers Aussehen sprechen, ist er wirklich, wirklich nah am echten Vorbild. Ich habe euch ja am Anfang schon Bilder eingeblendet und ihr könnt das so ein bisschen in eurem inneren Auge mal vergleichen. Also das ist wirklich, wirklich vom Aussehen sehr, sehr gut gelungen. Das ist ein richtig, richtig formschöner Panzer. Da ist viel Liebe zum Detail drin. Der Panzer 4 ist gut dargestellt. Die Farbtreue ist top von den Teilen. Und es sind keine komischen Farben verbaut. Also wirklich, man findet an dem Panzer keine komische, bunte Farbe. Dafür einen Daumen hoch. Kleines Detail, was von Aussehen besser sein könnte, ist, dass die Kanone nicht wirklich mittig sitzt. Das ist der Bauweise geschuldet. Wenn man das jetzt so anschaut, die ist so ein bisschen nach links versetzt. Das kann man schwer ändern. Wie gesagt, ist der Bauweise geschuldet, aber würde jetzt sowieso nicht wirklich auffallen. Und was das Aussehen angeht, der Panzer sieht ja wirklich so, wie er hier steht, super cool aus. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt sollte man den mit diesen Stickern hier verschandeln. Mit dieser riesigen Stickerseuche, die chinesische Sets ja wirklich so gerne verwenden. Man hat diesen wunderschönen Panzer und soll da diese komischen Sticker drauf machen. Gut, vom Aussehen her mag es vielleicht im Endeffekt jedem eine Vorliebe sein, wie er es haben möchte. Aber ich habe es nicht drauf geklebt, ich finde ihn so viel schöner. Es wäre sinnlos, diese coole Teilequalität, die wir hier haben, wirklich ohne Angusspunkte, ohne irgendwelche Farbabweichungen, ohne zerkratzte Teile, damit zu zerstören. Und wie gesagt, ich finde ihn so sowieso schöner. Und ich bin ja sowieso kein großer Fan von Stickern, wie man wahrscheinlich schon öfter bei mir bemerkt hat. Hier finde ich aber die Sticker an und für sich nicht so schlimm, weil es eben auch ohne Sticker sehr gut aussieht. Und im Endeffekt sind die Sticker halt der, der sie möchte, klebt sie auf, sie sind dabei. Wer sie nicht möchte, braucht sie nicht aufkleben. Super. Wir haben ja schon über die Steinequalität vom Aussehen geredet, reden wir noch über die Steinequalität vom Bau her. Und es ist ein wunderbares Baugefühl, wirklich sehr, sehr nah an Kobi und Lego dran, muss man einfach sagen. Es hat eine super Klemmkraft und wie gesagt, sie sehen super aus. Also von der Steinequalität gibt es ja überhaupt keine schlechten Punkte. Und das für 8 Euro, wenn man es am billigsten bekommt, bis 12 Euro, was schon die teuersten Sets mit sind, für einen 600-Teile-Panzer. Von den Figuren zeige ich jetzt einfach mal ganz kurz eine. Die haben eine gute Qualität vom Druck her, sind wirklich hier voll bedruckt, also vorne auf der Brust bedruckt, auf den Beinen bedruckt, hinten bedruckt auf der Brust. Das Gesicht ist völlig in Ordnung. Ich finde, sie sehen jetzt nicht schlecht oder gewöhnungsbedürftig aus. Sie sind alle voll ausgerüstet, alle Figuren, die dabei sind. Insgesamt sind es 4, auch wenn ich euch jetzt nur die eine hier zeige. Finde ich auf jeden Fall top. Sie könnten nur ein bisschen fester in dieser Verbindung hier sein. Also, das kann passieren, dass ihr den hier in den Panzer reinstellt, wollt ihn rausziehen und dann im Endeffekt stehen nur noch die Beine im Panzer.
Sonst von der Beweglichkeit, von den Armen und von den Beinen ist sie wirklich, wirklich gut. Und wenn wir dann über den Preis von, wie gesagt, 8 bis 12 Euro reden, dann kann ich dafür nur eine Kaufempfehlung raushauen. Ist ein super gutes Set für den Preis. Es ist ein sehr gutes Set für Dioramen oder um sich in die Vitrine zu stellen. Spielendmäßig ist es eben, wie gesagt, durch die schlechten Ketten und den Turm eingeschränkt. Den Turm kann man sehr einfach beheben. Die Ketten könnten ein bisschen schwieriger werden. Aber trotzdem für dieses Geld einfach ein super Set. Und wer sich da ein Diorama baut, kann sich davon 10 Stück bestellen. Hat fast kein Geld. Na gut, 90 Euro sind auch Geld, okay, aber hat fast kein Geld im Sinne der Klemmbausteinwelt ausgegeben. 90 Euro für ja, knapp 6000 Teile und dementsprechend hat er auch noch eine super Qualität. Also mein Fazit, sofort kaufen, wenn euch dieses Set gefällt. Es ist kein gutes Spielset, aber ein gutes Display-Set. Ich habe keine Einwände. Wenn ihr Einwände habt, weil ihr dieses Set selber besitzt, schreibt die gerne in die Kommentare. Schreibt auch, wenn ihr eine positive Meinung habt zu dem Set, gerne diese in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Hier kommen noch viele solcher Videos und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valley Brick.